Hallo zusammen. Heute zeige ich euch mal einen Hobau Hyper 8SC. Das ist jetzt ein Shortcourse-Truck, Maßstab 1 zu 8. Den habe ich mir jetzt gekauft, und zwar als Roller. So. Wenn ihr den als Roller bekommt, ist natürlich die Karosserie glasklar, und ich habe den jetzt schwarz lackiert. Ich habe mich jetzt für den Roller entschieden, weil bei dem RTR-Modell, da ist da eine Fernsteuerung bei, die will ich nicht benutzen, und der hat auch nur einen 4S-Fahrtregler. So, ich will den hier mit 6S fahren. So, und dann kam natürlich halt nur der Roller in Frage. Und dann gucken wir mal hier drunter. So, wie man sieht, Elektronik ist schon eingebaut, und so wie der jetzt hier steht, ist er auch schon fahrbereit. Wir gehen erstmal auf so ein paar Sachen ein. Welche Teile hier noch mitgeliefert werden und halt so ein paar Dinge, die man beachten sollte. Der Roller kommt ja komplett ohne Elektronik, ohne alles. So, dann gibt es noch eine Motor-Lüfterhalterung dazu. Die habe ich aber jetzt nicht montiert. Und sind sogar noch ein paar Alu-Späne dran. Normalerweise wird der Motor hier reingeklemmt, und dann kann man den nochmal mit zwei Schrauben unten an der Bodenplatte verschrauben. So. Die Halterung, mir ist das aber ein bisschen zu eng. Deswegen habe ich die jetzt weggelassen. Und dann kommt dazu, ich habe jetzt einen Motor hier drin, der hat eine 72er oder 74er Länge. Das heißt, der wiegt nicht so extrem viel. Von daher, das sollte passen. Deswegen habe ich die auf jeden Fall nicht montiert. Dann gibt es noch ein bisschen Werkzeug dazu. Imbusschlüssel. Und hier so ein kleines Radkreuz in drei verschiedenen Größen. Dann legt Hobau noch diese Teile mit dazu. Und zwar das hier. Das ist ein C-Hub, weil der hat jetzt eine C-Hub-Aufhängung. Und ich habe mir erst gedacht, oh, das ist ja schön, die legen Ersatzteile dazu. Aber über den C-Hub könnt ihr den Nachlaufwinkel einstellen. So, und dann habe ich mal in der Anleitung geguckt. Im Originalzustand ist hier ein C-Hub verbaut mit 20 Grad Nachlauf. Und Hobau legt hier dazu, wir hoffen, dass man das sieht, das ist ein 22 Grad. So. Wenn ich jetzt den 22 Grad einbauen würde, dann hätte ich mehr Nachlauf. Und wenn gelenkt wird und ich mehr Nachlauf habe, dann tut sich das Rad natürlich schräger stellen. Wenn ich aber die erste Probefahrt mache, das mache ich natürlich mit dem Originalteil, aber das muss ich ja ausprobieren, was am besten funktioniert. Dann legt Hobau noch diese Teile mit dazu. Das sind zum einen so Kunststoffeinsätze, die kommen in die
Schwingenhalter hinten und vorne, die müsste man glaube ich auch tauschen können. Auf jeden Fall mit den Einsätzen für die Schwingenhalter könnt ihr halt die Vorspur einstellen. Und diese zwei Bügel gibt es in drei verschiedenen Längen und die werden so mal gerade mal von hier oben und zwar die Lenkung ist bei Hobau so gebaut, dass ihr keine Ackermannplatte habt, aber ihr seht hier unten den Metallbügel und diese drei Löcher. Und dann kann ich mit diesem Metallbügel in den drei verschiedenen Längen, kann ich darüber den Ackermannwinkel einstellen. Ja, dann gucken wir auch mal weiter. Obau verbaut mit dem Modell diese schönen Gelenkwellen. Und davon haben wir 1, 2, 3, sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Hier vorne, das ist auch eine. Und zwar hier vorne, die Kardan-Gelenkwelle. Geht natürlich von vorne. Bis hier hinten zum Mitteldifferential. Das heißt, die ist extrem lang. Dann haben wir hier die vierte Gelenkwelle und hier die fünfte. Was mir aber dann schon aufgefallen ist, ihr habt hier hinten einen ganz kurzen Knochen. Da hat Hobau was gemacht, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und zwar der Knochen, der ist aus Aluminium. Das kenne ich persönlich jetzt nur von 1 zu 10er Modellen. Ja, dann können wir auch gerade mal nach der verbauten Elektronik gucken. Ich habe jetzt einen Rocket Taurus Motor hier reingemacht. Der hat 1700 kV. Einen Hobbywing Quick Run 150 Ampere 6S und einen JX Servo. Servo, der kann 7,2 oder 7,4 Volt und hätte dann maximal 32 Kilo. Die Servos, die sind nicht schlecht. Wir haben an der Vorderachse ein Stabi. Wir haben an der Hinterachse ein Stabi. Und dann können wir gerade mal gucken, die Stabis, die hier verbaut sind. An der Vorderachse, der ist 2,4 mm dick. Und an der Hinterachse, der ist 2,9 mm dick. Federbeine. Die machen so einen ganz guten Eindruck. Die habe ich komplett original gelassen. Und ihr habt bei den Federbeinen, könnt ihr hinten an der Dämpferbrücke, könnt ihr pro Seite 8 verschiedene Positionen wählen. Und an der Vorderachse könnt ihr 4 Stück wählen pro Seite. Und dann gehen wir mal auf die Differentiale ein. Wir haben 1, 2, 3 Differentiale und die sind natürlich im Originalzustand, sind die nur mit Fett befüllt. Das heißt, das Fett, das habe ich jetzt rausgemacht und habe die mit Öl befüllt. Jo, was habe ich für Testzwecke da reingemacht? Ich habe jetzt an der Hinterachse habe ich
20.000er Öl. In der Mitte, also hinten das, habe ich 50.000. Und an der Vorderachse habe ich 30.000 reingemacht. So will ich erstmal fahren, will das mal ausprobieren, weil das Auto ist ja jetzt auch nicht allzu schwer. Dann legt Hobau noch hier so einen großen Schaumstoffblock dazu, weil ihr habt hier ein riesengroßes Akkufach. Wir werden mal gucken. Ja. So, das sind ein bisschen über 18 cm. Das heißt, ihr könnt hier ohne Probleme 4S und 6S fahren. Jetzt haben wir noch. Ach so. Originale Radmotor von dem Hobau. So. Wie wir sehen, ohne Stopp. So, das kann ich leider nicht gebrauchen. So, deswegen werde ich jetzt noch welche verbauen von Lewis. Das sind die hier. M12 mal 1,0. Die haben auf jeden Fall einen schönen Stopp. Ja, sieht man durch die Tüte. Jo, was gibt's denn noch? Und zwar hier sieht man schon, das Chassis, das hat so zwei Versteifungen. Und hier unten sieht man gerade die zwei Langlöcher. Die könnte ich benutzen, wenn ich die Lüfterhalterung benutzen würde. Dafür wären dann die zwei Langlöcher. Jo, wir haben sogar hier unten, ich hoffe, dass man das erkennt. Dieses Teil, das ist eine Transponderhalterung. Die benutze ich aber jetzt, um meine Kabel festzumachen. Akkubox. Die Akkubox von dem Auto, die finde ich ein bisschen komisch. Auf der einen Seite ist sie relativ groß, das heißt, ich habe wirklich genug Platz da drin. Aber die ist ein bisschen komisch und unförmig gebaut, sag ich mal. Ich kann noch mal ein Bild einblenden. Dann sieht man die Akkubox ohne diese Aluplatte und ohne den Regler. Und zwar vom Servo. Das Kabel, das wird unter der Aluplatte verlegt. Geht hier hinten rein. Hier vorne, das ist der Deckel. Und dann habe ich aber von dem ganzen Platz, ich sag mal, nicht so gut Platz für den Regler, damit ich den noch mit Kabelbinder befestigen könnte. Deswegen, der ist bei mir jetzt nur geklebt. Und da will ich hoffen, dass das halten tut. So, hier oben sehen wir den Bügel, also das ist wie so ein kleiner Überrollbügel. Da habe ich hier oben als Polster ein bisschen Schaumstoff drauf gemacht. Und zwar hier oben drauf tut die Karosserie aufliegen. So, und natürlich jetzt hier so in dem Bereich habe ich jetzt in die Karosserie ein bisschen Panzertape geklebt.
dass mir die Kabelbinder von der Karosserie in der Farbe nicht runterrubbeln. Dann fällt mir gerade noch was ein. Hier hat Hobau was Schönes gemacht. Da ich ja die drei Differentiale befüllt habe, habe ich gesehen, wenn ihr das Getriebegehäuse runterschraubt, ist zwischen Getriebegehäuse und Bodenplatte ist nochmal eine Dichtung. Davon kann ich euch jetzt auch mal ein Bild einblenden. Und nachdem ich die Differentiale wieder eingebaut habe, habe ich die natürlich noch gefettet. Weil das kriegen die Hersteller irgendwie alle nicht auf die Reihe, wenn die einen Roller bauen oder ein RTR-Modell, dass sie in die Getriebegehäuse, dass sie da genügend Fett reinmachen. Weil mir bringt das nichts, wenn da zu wenig Fett drin ist und ich fahre und das ganze Fett tut sich in dem Gehäuse verteilen und die Zahnräder laufen trocken und fressen sich dann kaputt. Das bringt mir nichts. Dann, was haben wir noch? Und zwar die Reifen. Die Reifen, die müsst ihr euch selber kleben. Da will ich euch jetzt auch erstmal ein Bild einblenden, weil der Reifen, der ist hier vorne auf der Seite, innen drin, hat er eine Verstärkung. Das heißt, hier außen der Bereich von dem Reifen, der ist auf jeden Fall extrem massiv. Das Bild, das gucken wir uns mal kurz an. Ja, was gibt's noch zum Reifen zu sagen? Reifen ist relativ weich. Profil fühlt sich eigentlich ganz gut an, wie die sich fahren lassen. Das werde ich natürlich dann sehen. Ihr könnt aber bei dem Modell als Alternative ganz normale 1:8er Buggy-Räder fahren. Die passen hier drauf. Das ist natürlich bei dem Auto natürlich auch ein sehr großer Vorteil, dass ihr hier ganz normale Buggy-Räder fahren könnt und die Federbeine vorne und hinten, das ist eine ganz normale Standardgröße vom 1:8er Buggy. Das heißt, wer dann irgendwann mal andere Federn braucht, der hat natürlich dann eine riesige Auswahl von Herstellern, wo er Federn in verschiedenen Härten kaufen kann. Dann ist mir noch was aufgefallen, das gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Und zwar, die Getriebe vorne und hinten, die haben natürlich auch Kugellager. So, die Kugellager, die hier verbaut sind, die sind 14 mal 4 mal 8. So, und Kugellager mit 14 mm Außendurchmesser, das ist für hier so ein Auto in der Größe eigentlich ein bisschen klein. Das sind aber alles Kugellager, die sind mit Gummidichtung. Das heißt, die müssten schon recht lange halten. So, mit dazu gibt es eine Explosionszeichnung, wo alle Teile mit Nummer aufgelistet sind. Dann gibt es noch Hobau Racing. Garantieinformationen. Dekorbogen gibt es hierzu, Scheibenabkleber auch. So, und dann habe ich noch was gesehen. Und zwar bei der Karosserie. Müssen wir jetzt mal nachgucken.
Ja, so sieht man das. Und zwar in der Karosserie sind jetzt hier vorne solche zwei Ausschnitte. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4. Und zwar diese Ausschnitte, die sind im Originalzustand, sind die nicht hier drin, sondern da ist die Karosserie, die ist einfach nur gerade geschnitten. Aber diese vier Ausschnitte, die müsst ihr hier reinmachen, weil sonst passt das mit dem Rammschutz hier vorne mit den vier Bügeln. Das passt da nicht ganz. Ja, das muss auf jeden Fall nachträglich noch gemacht werden. Rammschutz. Rammschutz, der ist schön flexibel. Genauso der hintere, das ist auch schön flexibel. Und da war ich schon die ganze Zeit am Überlegen. Und zwar diese zwei Chassis-Versteifungen, die hinten sind. Ich glaube, das ist Tuning-Zubehör, was die hier mit montiert haben. So, und dann will ich euch noch was zeigen. Fällt da nämlich gerade noch was ein. Und zwar bei den Chassisstreben hier hinten. Und zwar an den, die werden von hinten an der Dämpferbrücke werden die verschraubt. Und das sind die oberen zwei Schrauben, da war kein Loctite dran, aber unten an den Schrauben, da war Loctite dran. Und dann müsst ihr gucken. Irgendwas. Und zwar hier der Metallbügel. Der wird von hier unten mit einem Stellring fixiert. Und die ganzen Madenschrauben von dem Stellring und die ganzen Madenschrauben, die in den, wo der Stabi mit festgemacht wird. Diese ganzen Madenschrauben, da müsst ihr überall Loctite dran machen. Das ist alles fast trocken. Jo, Karosseriehalter, die könnt ihr auch in der Höhe verstellen. Dann gibt es noch eine ganze Handvoll Karosserieklammern dazu. Das sind insgesamt 5 Stück. Die ganzen Schrauben für Servo, also die Schrauben, die sind noch mit dabei. Transponderhalterung hatte ich gesagt. Und ich hatte noch irgendwas. Ah, jetzt fällt mir es wieder ein. Hobau legt ein 13er Motorritzel mit hier zu. Und das 13er Motorritzel, das werde ich natürlich auch erstmal so fahren. Das habe ich jetzt eben vergessen zu zeigen. Servo-Saver, der ist einstellbar. Jo, und das war's dann eigentlich. Speedrun und Probefahrt werden wir auf jeden Fall auch machen. Das richtet sich aber nach dem Wetter. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.